Nein, brauchen wir nicht. Ich verstehe. Wenn ihr die Geschichte hören möchtet, dann kommt zu mir. Ja, haben wir schon einmal. Okay, läuft. Okay. Hui, na, das war ja wieder eine gute Aufnahme, finde ich. Okay, mein Lieben. Du, hör mal, Lufia. Sollen wir für heute Feierabend machen? Irgendwie ist mir das alles zu hoch. Ja, von mir aus. Es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich nach Hause gehen will, bevor der Job erledigt ist. Ich kann mich damit nicht richtig anfreunden. Wahrscheinlich, weil ich die Legende gehört habe. Hahaha. Ich mache Feierabend und lege mich schlafen. Bis morgen dann. Jo, bis morgen, Rose. Ja? Lufia, es tut mir leid. Ich fing an dir zu zweifeln, Lufia. Aber ich habe nachgedacht und bin zu einem Entschluss gekommen. Ich werde an dich glauben, Lufia. Weil du mein Freund bist, Lufia. Ein wichtiger Freund. Ja, ein wirklich wichtiger Freund. Also, Lufia, morgen werden wir wieder unsere beste Seite zeigen. Jawohl. Na? Jetzt werde ich wieder an Traum bekommen, oder? Ja, sieht dann noch aus. Jo. Schon wieder. Da ist wieder dieser Traum. Ich sehe immer diese Chiyote. Wer kann das sein? Wie? Es sagt etwas. Ich kann es nicht genau verstehen. Es ist besser zu hören als vorher, aber ich versuche mit ihm zu sprechen. Hallo, bitte rede mit mir. Wer bist du? Ich bin Gardevoir. Gardevoir? Ich bin so froh. Endlich. Endlich begegnen wir uns. Endlich begegnen wir uns? Du kennst mich von früher? Was ist mit mir? Ich bin dein... Nein, warte. Bleib doch und bleib noch. Ich möchte mehr erfahren. Oh nein, es verschwindet. Ah, es wird langsam klarer mit Gardevoir. Am nächsten Morgen. Bestimmt ist dieses Gardevoir mein Pokémon, wo ich noch als Mensch noch tätig war. Was für ein komischer Traum. Es war der Traum, den ich immer habe, aber dieses Mal war er etwas klarer. Ich glaube, ich weiß jetzt, welches Pokémon mir im Traum erscheint. Genau! Gardevoir. Es war Gardevoir. Gestern sagte Welser... Ja, ein Mensch. Wie zu erwarten, sollte dieser Mensch mit einem tausendjährigen Fluch belegt werden. Als aber der Mensch von dem Fluch getroffen werden sollte, schützte ihn ein Pokémon namens Gardevoir. Es opferte sich und wurde selbst von dem Fluch getroffen. Warum? Warum nur hat das Pokémon Gardevoir den Platz des Menschen eingenommen? Für Gardevoir war dieser Mensch ein Partner. Und zwischen Menschen und Pokémon bestehen sehr starke Bande. Genau. Vielleicht bin ich der Mensch, der Gardevoirs Partner war. Genau. Das vermute ich nämlich jetzt auch. Vielleicht habe ich damals Gardevoir im Stich gelassen, als der Fluch sie traf. Und vielleicht wurde ich deshalb in einen Pokémon verwandelt. Ja, das werden wir bestimmt auch noch herausfinden. Morgen, Lufia. Oh, du siehst aber blass aus. Geht es dir gut? Nun, lass uns wie immer unser Bestes geben. Oh yeah! Als ich auf dem Weg hierher war, hat es so ausgesehen, als sei am Pokémon-Platz eine Versammlung. Ob etwas passiert ist? Puh.
Ach kommt, das werde ich euch jetzt noch zeigen, aber dann höre ich wirklich auf. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Hallo, wo sind die Pokémon? Wie? Irgendwie hat sich die Atmosphäre in der Stadt verändert. Ja, vor allem, weil kein Pokémon jetzt in der Stadt ist. Vielleicht ist etwas passiert. Lufia, langsam. Lufia, wir sollten das mal überprüfen. Jo. Sieh mal, sie haben sich alle dort versammelt. Was da wohl los ist? Hey, was ist denn hier los? Ich sage euch, ich war völlig baff. Es ist wirklich alles wahr. Wahr? Die Legende von Voluna. Ich hatte die Gerüchte ja nie geglaubt, deswegen war ich ganz schön schockiert, als ich davon gehört habe. Lufia, Rose. Oh, hallo Raupi. Selbst du bist hierher gekommen, Raupi? Ja. Ruhe. Ich will hören, was der Typ da zu erzählen hat. Seid ruhig. Wer ist das, der da redet? Das ist... Bitte nicht Gengar. Doch, ich hatte es gerade mir so ausgedacht, dass das Gengar wäre. Gengar? Also ich bin... Ach, also bin ich zum Berg der Vorzeit. Und da hörte ich jetzt. Das war der absolute Hammer, sage ich euch. Keke. Der absolute Hammer? Dieses gewisse Pokémon sprach mit Xatu. Und dieses Pokémon, ja, also das sieht aus wie ein gewöhnliches Pokémon, aber von wegen. Es ist kein Pokémon, sondern ein Mensch. Was? Also es ist wahr, ein Mensch, der in ein Pokémon verwandelt wurde. Und da ist noch mehr. Xatu hat dem Menschen erzählt, dass der Mensch, der zum Pokémon wurde, das Gleichgewicht der Welt stört. Augenblick mal. Das ist doch wie in der Voluna-Legende. Keke. Aber das ist immer noch nicht alles. Das haut euch um. Ihr wisst ja von den ganzen Katastrophen in letzter Zeit nicht. Xatu hat behauptet, diese Katastrophen kommen daher, weil das Gleichgewicht der Welt gestört ist. Und wenn nicht bald das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, dann wird mit der Welt das Undenkbare passieren. Das hat Xatu gesagt, Kiki. Was? Die Welt. Das Undenkbare wird geschehen? Was sollen wir nur tun? Dieser Gengar. Er versetzt alle in Angst und Schrecken. Na, 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 na. Leute, kein Grund zur Panik. Wisst ihr, ich denke, es gibt keinen Weg, etwas dagegen zu tun, Kiki. Was können wir tun? Ach, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein Mensch, der zu einem Pokémon wurde, das Gleichgewicht der Welt stört, na, dann müsste doch alles wieder normal werden, wenn der Mensch weg ist. Stimmst du, da habe ich recht. Das ist wahr. Wenn du es so siehst, vielleicht stimmt es ja. Kiki. Und schließlich ist dieser Mensch der fiese Feigling, der Galoa im Stich ließ, richtig? Ich glaube, der Mensch kann uns nicht vorwerfen, wenn wir ihn loswerden wollen. Ist es nicht so, Lufia? Was? Das kann nicht sein. Du? Du bist dieser Mensch? Ist das wahr? Hey! Oh-oh. Wow! Das ist... Wir können es erklären. Wir fragen nicht dich, wir fragen Lufia. Hey, Lufia. Also, was ist jetzt? Bist du wirklich der Mensch aus der Legende? Wow, was für eine tolle Auswahl. Pum, 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 Punkt. Geil. Lufia. Lufia. Ke, 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 ke. Du hast wohl nichts zu deiner Verteidigung zu sagen, was, Lufia? Tja, so sieht es aus, meine Lieben mit Pokémon. Lasst uns Lufia loswerden und wir... Und wieder Frieden finden. Ke, 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 ke. Was? Jetzt wartet doch mal. Was ist los mit euch? Was habt ihr vor? Lufia, vergib mir. Was? Ma! Lufia, lauf!
Geschieht ihnen recht. Kikikiki. Oh, ich hasse dieses Gengar, ey. Am liebsten würde ich es selbst vertreiben jetzt, ey. Wow, das war vielleicht ein Schock. Ich hätte niemals gedacht, dass wir von den anderen auf diese Art angegriffen würden. Aber weißt du, Lufia, warum hast du nichts dazu gesagt? Warum hast du nicht gesagt, dass du es nicht bist? Warum hast du ihnen nicht gesagt, dass du nicht der Mensch aus der Legende über Voluna bist? Hör mal, Rose. Hey, Rose. Hm? Was ist? Lösen wir das Team auf? Ich gebe auf. Was? Du gibst auf? Was sagst du denn da? Was? Du meinst, du hast es nicht verdient, in unserem Retterteam zu sein? Was ist denn auf einmal los mit dir? Wieso sagst du so etwas? Das bist nicht du, Lufia. Was ist nur passiert mit dir? Wie? Du hattest einen Traum? Und Gardevoir kam darin vor? Und deshalb glaubst du, du könntest der Mensch aus der Legende sein? So ist das also. Das ist also passiert. Hey, Lufia! Das bedeutet, du kannst dich nicht erinnern, was gewesen ist, als du ein Mensch warst. Habe ich recht? Du weißt überhaupt nicht, was damals gewesen ist oder was du eventuell getan hast. Ich... Du weißt, dass ich an dich glaube, Lufia, nicht wahr? Daher... Oh! Nach dem Vorfall auf dem Pokémon-Platz hatten wir eine Stadtversammlung und wir besprachen, was zu tun ist, um die Welt zu retten. Es wurde ein Beschluss gefasst. Wir müssen dich loswerden. Was hast du da gesagt? Ich wollte es zunächst auch nicht glauben. Ich hoffte, es würde nicht dazu kommen, doch bedauerlicherweise ist es so. Wir werden dich mit all unserer Kraft bekämpfen. Ach du Scheiße. Wir sollen hier kämpfen? Ernsthaft? Wir gewähren dir eine Nacht. Bereite dich vor und verlasse diesen Ort. Vom morgigen Tag an werden Retterteams aller Art auf der Jagd nach dir sein. Und sie werden dich ohne zu zögern angreifen. Und nicht nur dich. Jeder, der Lufia begleitet, wird als Feind betrachtet. Die Jäger werden euch ohne Gnade angreifen. Das gilt auch für uns. Wir werden dich ebenfalls jagen, um dich zu beseitigen. Auch wenn es noch so schwierig ist, du musst fliehen. Flieh! Flieh! Und überlebe! Du musst fliehen, bis du die Wahrheit herausfindest. Simsala, wenn wir uns das nächste Mal begegnen, gibt es keine Gnade. Lebe wohl. Oh, Scheiße. Okay, das ist wirklich ist heftig, ey. Scheiße, ey. Lufia. Auf seine ganz eigene Art glaubt auch das Team von Simsala an dich. Habe ich es dir nicht gesagt? Ich werde nie wieder an dir zweifeln. Was immer auch passieren wird, ich werde an dich glauben, Lufia. Und ich werde keine Angst haben, auch wenn andere Retterteams uns angreifen. Also, was soll das heißen? Du glaubst nicht an dich selbst, Lufia. Lufia. Raupi. Lufia, ich habe etwas versprochen, weißt du noch? Dass wir hier eine Basis errichten würden. Dass ich eurem Retterteam beitreten würde, wenn ich mal groß bin. Lufia, gib nicht auf. Du bist mein Held, Lufia. Na, zumindest einer hier in der Stadt oder am Pokémon-Platz glaubt noch an uns. Ich glaube an dich. Oh, was lese ich da jetzt, ey. Ich glaube auch an dich, Lufia. So, mein Gott. Und? Was sagst du jetzt, Lufia? Okay, ich gebe nicht auf. So ist es richtig. Das ist die richtige Einstellung. Genau das wollte ich hören. So kennen wir dich, Lufia. Aber jetzt sollten wir aufbrechen. Aber wir werden hierher zurückkommen. Vertu dich da bloß nicht. Wir werden die Wahrheit herausfinden. Yay!
Darf ich jetzt noch Items kaufen oder nicht? Am nächsten Morgen. Das ist jetzt natürlich die Frage. Morgen, Lufia. Es ist noch früh, aber ich dachte mir schon, dass du bereits wach bist. Können wir aufbrechen? Noch nicht. Gut, ich werde dann so lange hier auf dich warten. Sag mir, wenn du soweit bist. Dann brechen wir auf. Ich? Willst du zum Pokémon-Platz? Dann sei aber vorsichtig, das sind bestimmt andere Pokémon. Es ist zwar noch früh und die anderen sollten eigentlich noch schlafen, aber pass auf, dass du niemanden aufweckst. Sag bloß, ich kann jetzt keine Items kaufen. Das wäre mega scheiße. Wow, keine Musik. Hallo. Ich kann trotzdem kaufen. Lichtschild, oh, das ist. Mann, ich brauche mal nützlichere TMs. Eisendorn? Was kannst du denn? Eisendorn 6. Ein Wurf-Item. Beim Auftreten auf einem Gegner verursacht es Schaden. Toll. Das gleiche steht auch hier, ne? Jupp. Riesenapfel. Ja, wow, ich habe über 12.000 Geld. Also Goldmünzen. Moment mal. Erstmal hier. Lagern. Was brauche ich jetzt erstmal nicht so dringend? Die Beere. Geheimpower brauche ich jetzt erstmal nicht. Die Linkbox brauche ich jetzt erstmal nicht. Die Beere brauche ich nicht. Was für ein Samen ist denn das jetzt? Achso, okay, das kann ich mal mitnehmen. So, sonst ist alles hier. Ah ne, die Phrygia-Beere, die lagere ich jetzt auch erstmal. Oder habe ich hier noch irgendwas Interessantes? Wow. Ich nehme mal lieber noch ein. Nee, noch ein Belieber-Samen. So, sonst ist erstmal hier nichts mehr. Okay. Dann nehme ich aber die Riesenäpfel mit. Ah, komm, den hole ich mir auch noch. So. Dann lege ich erstmal noch ein bisschen Geld ab. Und zwar sagen wir mal 2000. Nicht so viel wollte ich jetzt nicht. Jo, danke. Ja, 8-4 läuft. Ah, jetzt muss ich ja erstmal wieder genau die linke Attacke machen. Und zwar bei Rose. So. Bei mir geht es ja noch, aber jetzt habe ich nicht mehr so viele Top-Elixiere. Scheiße. Okay, ist nicht so schlimm. Dann werde ich offscreen den einen Auftrag hier noch erledigen und dann, ja, mache ich morgen am besten weiter. Also, obwohl, nee, dich nehme ich mal so mit. Obwohl. Nee. Nee, ich höre hier erstmal auf und mach morgen dann weiter, mein Lieben. Deswegen hoffe ich, dass euch die Folge wieder gefallen hat. Oder eher gesagt, die Folge. Weil ich werde ja die Dungeons. Also, ich werde zwar immer nur ein Dungeon aufnehmen, aber den jeweiligen Dungeon werde ich halt in Unterparts ordnen, weil die ziehen sich ja zeitlich doch schon in die Länge, ne?
Deswegen mache ich das halt so. Damit ich auch meine Playlist zu Pokémon Mystery Dungeon Team Rot auch ein bisschen füllen kann. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch die Riesenschlucht euch gefallen hat und auch das, was jetzt hier so gerade so passiert ist. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schockiert, aber okay. Es wird zumindest nicht langweilig, sag ich's mal so. Also, mein Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme uns wieder. Bis bald. Tschüss.